Our survival as a species has always depended on our drive to seek out the undiscovered, push beyond our limits, and expand the boundaries of our known world. With Mass Effect, we are going further than ever before. To Andromeda, to build a new home for humanity. Größer, besser, weiter. Das ist das Motto von Mass Effect Andromeda und ich bin Micha von Xbox Front und erzähle euch in diesem kurzen Preview-Video ein bisschen was zu dem, was EA im Laufe der Woche im Rahmen der E3 zum neuen Science-Fiction-Abenteuer von BioWare erzählt, gezeigt und vorgestellt hat. Und das könnte am Ende tatsächlich ein bisschen mehr gewesen sein, als der ein oder andere von euch vielleicht mitbekommen hat. Denn abgesehen von dem kurzen Behind-the-Scenes-Video, das ihr auch gerade im Hintergrund seht, hat EA auf der reinen Pressekonferenz nicht viel zu Mass Effect gezeigt. Aber glücklicherweise ist so ein E3 natürlich keine Veranstaltung, auf der jetzt ausschließlich Pressekonferenzen abgehalten werden. Deshalb gab es ein paar interessante Interviews zusätzlich, beispielsweise von IGN mit Mac Walters, dem Creative Director bei BioWare für Mass Effect. Und der hat ein paar interessante Informationen auch zur Story des neuen Mass Effects rausgehauen und die wollen wir uns mal angucken. Beispielsweise wird es diesmal gleich mehrere Archen geben, die sich auf die Reise machen nach Andromeda, der Galaxie, in der das neue Mass Effect spielen wird. Im Hintergrund seht ihr gerade, wie Ryder aus einer Art Stasis aufwacht. Ryder ist der Hauptcharakter des neuen Mass Effects und wie immer könnt ihr euch entscheiden, spielt ihr als Frau, spielt ihr als Mann. In diesem Fall haben wir es mit einer weiblichen Ryder zu tun, die neue Galaxis wohl als erste in Augenschein nehmen darf. Und es ist auch schon bekannt, dass Ryders Familie im Storyverlauf keine ganz unwichtige Rolle einnehmen wird. Genau ist es nicht bekannt, vorstellbar ist aber, dass man auf Eltern, Geschwister oder andere Verwandte treffen wird. Ja, und erstmals wird es in Mass Effect nicht die Normandy sein, mit der ihr das Universum bereist, sondern die Tempest, dem neuen Schiff in Mass Effect Andromeda. Und die Tempest bleibt nicht das einzige Gefährte, mit dem ihr Andromeda unsicher macht. Der Marco aus Mass Effect 1 kehrt zurück, diesmal sogar mit Boost-Funktion, damit ist er noch ein bisschen schneller und er soll euch noch mehr Möglichkeiten bieten, die unterschiedlichen Planeten unsicher zu machen. Und es gibt weitere Kleinigkeiten zum Spiel, die wir euch verraten können. Beispielsweise, und das stand schon vor der E3 fest, es wird neue Spezies geben in Andromeda, klar ist eine neue Galaxie, also gibt es auch neue Rassen. Aber auch alte Rassen wie Azari, Salariana, Krogana aus den alten Mass Effect-Teilen werden diesmal wieder mit an Bord sein. Kleinere Neuigkeiten zur Spielmechanik, zum Gameplay gibt es ebenfalls. Beispielsweise, wenig überraschend, kehren biotische Fähigkeiten zurück. Ihr könnt im Kampf die Schulter wechseln. Das Dialogsystem in Andromeda soll sich weitestgehend an den Vorgängern orientieren, aber auch ein paar neue Mechaniken enthalten. Gleiches gilt für das Moralsystem. Auch hier soll eine Weiterentwicklung stattfinden. Genauere Details sind aber nicht bekannt. Sicher ist dagegen, dass Beziehungen und Romanzen zurückkehren werden. Ob gleichgeschlechtlicher oder verschiedengeschlechtlicher Natur, bleibt wie immer. Das war in Mass Effect immer so und wird auch immer so bleiben, euch überlassen. Und in dem Zusammenhang ist wichtig zu erwähnen, dass sich Beziehungen und Romanzen in Mass Effect Andromeda realistischer anfühlen wollen. Das heißt, BioWare will nicht mehr, dass es darauf hinausläuft, sich stundenlang mit einem Charakter zu unterhalten, nur damit es am Ende in einer Videosequenz endet, in der der Akt vollzogen wird. Zur Spielwelt in Andromeda ist nur so viel bekannt, dass sie Mass Effect-typisch enorm groß sein soll, unzählig Planeten erforscht werden können, wobei im Einzelnen noch nicht feststeht bzw. bekannt ist, wie genau das ablaufen soll. Es soll sich wohl an Mass Effect 1 orientiert werden. Bereits Fakt ist, dass es nur Planeten geben wird, die ein Biom enthalten. Das heißt, freut euch auf Wüstenplaneten, Eisplaneten und Dschungelplaneten, aber Planeten, auf denen mehrere dieser Biome vorkommen, wird es nicht geben. Was es stattdessen geben wird, sind verbesserte Gesichtsanimationen. Die seht ihr gerade im Bild und ich glaube, viel braucht man zu denen auch nicht sagen. Sehen gut aus. Und damit wären wir auch schon am Ende unseres kurzen Preview-Videos. Lest weiter in Xbox Front und ihr verpasst keine News zu Mass Effect Andromeda. Bis demnächst!